Hallo, wo wollen Sie hin? Haben Sie vergessen, dass wir verabredet waren? Es ist was dazwischen gekommen. Es tut mir leid, ich muss weg. Nein, nein, mir tut's leid. Wir müssen über Ihre Aussage sprechen, das ist das Wichtigste. Und ich würde sagen, genau das tun wir jetzt. Julia, hat es nicht Zeit bis später? Nein. Hat es vielleicht etwas mit Paul zu tun? Ich denke, ich kann ihn überreden, seine Aussage zu ändern. Vergessen Sie es! Auf gar keinen Fall. Ich verbiete Ihnen sogar, irgendetwas mit ihm zu besprechen, solange die Verhandlung nicht vorbei ist. Lass mich von Ihnen nicht aufhalten. Sagen Sie, wann genau wurde Mr. Kane entlassen? Heute Nachmittag. Nun, dann nehme ich an, dass er sein Gedächtnis wohl wiedergefunden hat. Nein? Ach, wie schade. Ach ja, noch etwas, bitte. Haben Sie vielleicht seine Adresse? Ich habe da ein kleines Geschenk für ihn, wissen Sie? Zu den Capwells. Wirklich. Tja, also wie schön für ihn und wie nett von den Capwells, ihn in ihrer bescheidenen Behausung zu empfangen. Also vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Einen schönen guten Morgen und herzlichen Glückwunsch. Na, wie fühlt man sich als Heldin? Kann ich nicht sagen, es war nur mein Job. Sei nicht zu bescheiden, das passt nicht zu dir. Nebenbei gesagt, kannst du wirklich stolz darauf sein. Es sei denn, es steckt ein anderes Motiv hinter dieser wohltätigen Aktion. Ich weiß nicht, worauf du anspielen willst. Naja, du könntest es ja auch getan haben, um Cruz Castillo näher zu kommen, um das zu erreichen, was du wirklich haben willst. Daddy, du sprichst wirklich in Rätseln. Würde ich nicht sagen, du verstehst mich schon ganz richtig. Elena, ich will niemanden verletzen, besonders dich nicht. Es ist keine Zeit für Spielchen. Wenn ich dir wirklich etwas bedeute, musst du mir vertrauen. Ich bitte dich. Elena, ich liebe dich. Dann hör endlich auf mit dieser Fragerei. Denn möglicherweise könntest du etwas herausfinden, was du gar nicht wissen willst. Mutiges Pärchen fand vermissten Jungen. Okay, ich werde dir mal was sagen. Ein Grund für deine Probleme könnte sein, dass dich das Bild auf der Titelseite nicht allein zeigt. Und dieses ganze Problem hätten wir vielleicht nicht, wenn die Zeitung Folgendes gemacht hätte. Ich denke da vielleicht an ein Porträt 8x10 in Technicolor. Ehrlich, Cruz, wo hat man jemals schon eine Porträtstudie von dir gesehen? Zum Einrahmen natürlich. Nirgendwo. Oh Mann, du bist... Vergiss es doch einfach. Es ist mir heute alles noch genauso unklar wie vor einer Woche, Mann. Cruz, ich sag dir eins. Vielleicht braucht Eden Zeit, um über diese Eleanor-Geschichte hinwegzukommen. Auf keinen Fall, unmöglich. Nein, es muss was anderes sein und ich will und muss herausfinden, was es ist. Keine Macht der Welt ist stark genug, um zwischen uns Keile zu treiben. Das ist die Wahrheit und das weißt du. Aber wie kann ich ihr das klar machen, wenn sie es nicht zulässt? Es ist alles verdreht. Einen Moment noch.
Wieso? Was ist los? Ich brauche noch eine Sekunde. Ich glaube noch gar nicht, dass wir zu Hause sind. Und dann kommen wir auch noch mit schlechten Nachrichten. Wem sagst du das? Kelly, vielleicht sollte ich zur Victoria gehen. Ich meine, schließlich muss sie über Mason genauso Bescheid wissen wie dein Vater. Und sicher verkraftet er es besser, wenn du es ihm unter vier Augen erzählst. Nein, nein, lass mich nicht allein. Du bist der Einzige, der mir Halt gibt, wirklich. Und ich will dich nicht verlieren. Hey, hey, hey. Das ist nicht passiert und das wird's auch nicht. Komm schon, lass uns reingehen. Daddy? Kim? Hallo, na wer kommt denn da? Hallo. Hallo, Mann. Wir sind gerade angekommen. Wunderbar, schön, euch zu sehen. Mom, Dad, ich muss euch was sagen. Warte damit. Erst möchten wir dir noch etwas sagen. Wir können von Neuigkeiten berichten, die es seit langer Zeit nicht gegeben hat. Kelly, oh mein Gott, Eden. Was ist los? Was hast du? Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann es doch gar nicht fassen. Ist es ein Traum oder bist du... Nein, mein Kind, es ist kein Traum. Sie ist wieder da. Wir haben sie wieder. Es ist eine sehr lange Geschichte, wenn wir davon später... Erst will ich dich ansehen, okay? Ich habe so an dich gedacht. Ich habe dich so vermisst. Dass du wiederkommst, wusste ich. Ich wusste es. Cruz und ich sind nochmal hoch in die Berge gefahren. Weißt du, dort, wo das Flugzeug abgestürzt war, wir dachten, das würde ich vielleicht... Oh mein Gott. Lass uns diese furchtbare Zeit schnell vergessen, hörst du? Ist schon gut. Hör zu. Ich hatte einen Unfall und ich wurde verletzt. Die Hauptsache ist doch, dass du wieder bei uns bist. So ist es. Das ist das Wichtigste. Und von der vorübergehenden Lähmung wird sich Eden schon bald wieder erholen. Die Ärzte sind nicht dieser Ansicht. Für jeden Arzt, der Nein sagt, gibt es zwei, die Ja sagen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich war inzwischen bei 5 Ärzten und alle sagten, ich werde nie wieder laufen können. Ich wollte dir das nur gesagt haben. Nicht doch, Eden. Auch Ärzte können sich irren. Du darfst nicht aufgeben. Ich würde nur zu gerne an eine Fehldiagnose glauben, doch sie irren sich nicht. Sie waren alle einer Meinung und das sollte ich akzeptieren. Eden, gib bitte nicht auf. Das darfst du nicht. Du hast mir gezeigt, wie man kämpft und stark ist. Du kannst nicht aufgeben. Selbst wenn du es tun würdest, Cruz würde es nicht zulassen. Ach, Liebling, lassen wir das Thema. Ja, du wolltest uns doch etwas sagen. Ja, raus damit, sag schon. Ja, gut. Dass ihr von uns so lange nichts gehört habt, hat euch sicher gewundert. Ja, ja. Das kann man wohl sagen, gewiss. Um es gleich zu sagen, wir waren nicht im Urlaub. Ja, wir haben Mason gesucht und ich glaube, wir haben ihn gefunden. Was heißt, ihr glaubt? Das ist sehr kompliziert, Daddy. Wo soll ich nur anfangen? Victoria, was hatten Sie damit vor? Hä? Das geht Sie gar nichts an. Hören Sie schon auf damit. Ich bin Ihre Anwältin und außerdem versuche ich, Ihre Freundin zu werden. Also, was sollte das? Julia, das ist eine Schreckschusspistole. Sie ist völlig ungefährlich. Und weiter, bitte. Okay. Oder nein, lassen Sie mich mal sehen, ob ich das selbst herausfinde. Sie wollten in Pauls Apartment gehen und ihn mit der Waffe bedrohen, in der Hoffnung, dass er dann ein Geständnis ablegt. Habe ich vielleicht was ausgelassen? Hä? Sie machen sich doch lächerlich. Sehr gut. Das ist genau das, was ich Ihnen sagen wollte. Es ist einfach lächerlich. Sie wissen doch, dass die Verhandlung demnächst ansteht. Ich bitte Sie, machen Sie jetzt keine Fehler. Ich komme mir vor wie in einer Falle, die gerade zugeschnappt ist. Haben Sie heute Morgen die Zeitung gelesen? Sie wollen aus mir einen Sündenbock machen. Und Sie werden keine Ruhe geben, bis ich im Gefängnis sitze. Hören Sie, das werde ich zu verhindern wissen. Ja, aber was wollen Sie tun? Nein, ich muss es selbst regeln. Was denken Sie, was ich eigentlich den ganzen Tag tue? Ich bin dabei, Ihnen zu helfen. Ich stöbere in Pauls Vergangenheit. Es kann nicht mehr lange dauern, bis wir was Konkretes haben. Doch der Punkt ist, denken Sie wirklich, dass diese Pistole uns weiterhelfen kann? Ich bin es leid, immer nur das Opfer zu sein. Für mich gibt es jetzt nur noch eins, und das ist Handeln. Ich werde zu ihm gehen, so tun, als wäre ich verrückt. Ich werde ihm sagen, dass ich ihn erschieße, dann wird er schon reden. Und was, wenn er den Bluff durchschaut? Ach, wieso sollte er? Was wollen Sie denn machen? Ihn mit dieser Pistole erschießen? Nein, ich werde Ihnen genau sagen, was passiert. Die ganze Sache wird zu Ihren Ungunsten nach hinten losgehen. Sie werden sich obendrein noch eine Anklage wegen bewaffneten Überfalls einhandeln. Nun, dann muss ich das eben riskieren. Und was ist mit Ihrem Sohn? Wie lange meinen Sie, wird es dauern, bis sie vor Gericht das Sorgerecht beantragt und bekommt?
Eine Stunde, maximal zwei. Denken Sie darüber nach. Julia, ich denke bei allem an meinen Sohn. Und was ist bitte mit dem Vater des Kindes? Was denken Sie, wird Mason sagen, wenn er zurückkommt und sein Sohn ist weg? Zu, ich weiß, du brauchst jetzt keine billigen Ratschläge, aber es ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Hör auf, das bringt uns nicht weiter. Hier liegt doch bestimmt noch Arbeit rum. Ganz im Gegenteil. Das Geschäft ist ganz schön in den Keller gerutscht. Und seitdem der Chef nur noch frustriert... Na schön, es tut mir leid, wenn ich mich nicht zusammengerissen habe. Entschuldige. Hey Mann, du brauchst dich bei mir nicht zu entschuldigen. Aber dir wieder auf die Beine zu helfen, überfordert die Kräfte jedes normalen Angestellten. Der einzige Mensch, der dazu in der Lage wäre, ist Eden Capwell. Und sie wird das auch tun. Meinst du wirklich? Ja, ich weiß es. Ich habe es doch gesehen, als ihr das letzte Mal zusammenkamt. Und das Mal zuvor und das Mal davor. Ja, so wird's kommen, Cruz, glaub mir. Ich weiß nicht. Aber ich weiß genau, wovon ich spreche. Kommt schon, ihr beide könnt euch trennen, aber ihr kommt nicht ohne einander aus. Ihr seid wie die großen Liebespaare. Bogie und Bacall, Tracy und Hepburn, Lorraine und Carlo Ponti. Was ist los? Sag bloß, dir ist was über die Leber gelaufen. Ich weiß, du willst mir helfen und dafür bedanke ich du mich auch. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Hör einfach nur zu, bitte. Vergiss doch mal, wieso sie dich momentan abblitzen lässt. Erinnere dich mal, wie du sie früher zurückbekommen hast. Denk an den Orient Express. Romantik. Schlicht und ergreifend Romantik. Was immer du dann tust, es funktioniert. Du gehst zu ihr, du wirfst dich ihr zu Füßen und dann sagst du ihr ganz einfach... Lass gut sein. Oh, tut mir leid, ich habe den verdammten Rollstuhl vergessen. Schon okay, Mann. Nein, es ist nicht okay. Dafür habe ich eigentlich eine Ohrfeige verdient. Nein. Na los, hau mir eine drauf. Du hast ja recht, es müsste einfach sein. Wenn ich bloß den Grund wüsste, wieso sie mich nicht sehen will. Gib ihr noch etwas Zeit, Cruz. Die braucht sie mit Sicherheit. Ich meine, das Handicap, das sie hat, das muss Eden erst einmal verkraften. Aber alles wäre einfacher, wenn sie sich helfen lassen würde. Ich sag dir, dass ich alles für sie tun würde, um sie zu unterstützen. Tag und Nacht, egal wie hart es für uns wird oder wie lange es dauert. Ich habe ihr gesagt, ich sorge für sie. Denkst du, der Rollstuhl macht mir was aus? Denkst du, ich würde sie deswegen verlassen? Verstehst du, ich liebe sie. Das ist alles. Was? Ich glaube, dir ist gerade ein Licht aufgegangen, Cruz. Oh, ich bin ein Idiot. Sie tut das alles nicht, um sich zu schützen, nein. Sie tut das nur meinetwegen. Dad, wir haben dir nichts über die Anrufe erzählt, aus denen hervorging, dass ihm noch am Leben sei, weil wir nicht wussten... wie du es verkraften würdest und ob es die Wahrheit... Offensichtlich wusste man, dass sie lebt. Nur woher? Ja, genau das frage ich mich auch. Wenn Mason tatsächlich entkommen konnte, wo ist er? Ja, weißt du, wir haben angenommen, dass er hier ist. Ich meine, er kannte Victorias Situation. Und wenn er flüchten konnte, verstehe ich nicht, wieso er sich nicht mit ihr in Verbindung gesetzt hat. Ihr wisst nicht genau, ob Mason fliehen konnte, oder? Der Mann, der ihn gefangen hielt, ist erschossen worden. Und wir nehmen an, dass es Mason getan hat, als er versuchte zu flüchten. Was für eine Erklärung gibt es denn? Wir sollten alle Fäden in Verbindung bringen. Wenn dieselben Leute, die Mason gefangen hielten, wussten, dass Eden am Leben war, dann muss doch eine und dieselbe Person hinter der Sache stecken. Also ich finde, wir sollten Victoria anrufen. Das haben wir getan, aber es war niemand da. Außerdem glaube ich, das sollte ihr persönlich mitgeteilt werden. Das kann ich machen. Ich werde gehen. Du wirst hier gebraucht. Du bleibst besser bei deiner Familie. Danke, Liebling. Alles klar. Ich bring dich raus. Okay. Ich werde jeden Detektiv unserer Firma an die Sache setzen. Sollten wir uns nicht an die Polizei wenden? Nein. Wenn sie uns in die Enge drängen, könnte das Folgen haben. Ich halte das für zu riskant. Dad hat recht. Also ich denke, wir sollten die Leute nicht verjagen, sondern ausfindig machen. Lasst uns Cruz holen. Was ist los? Stimmt was nicht? Wo ist er denn überhaupt? Wieso ist er nicht bei Eden oder sie bei Eden? Eden bleibt bei uns. Jedenfalls für eine Weile. Was? Wieso bist du nicht bei ihm, Eden? Wieso wechselst du nicht einfach das Thema? Eden, erzähl mir, was geschehen ist. Von mir aus kann er auch bei den Capwells einziehen. Eden scheint zu glauben, dass der Mann ihr helfen kann. Wenn sie ihn haben will, habe ich absolut nichts dagegen. Glaubt denn Eden tatsächlich, dass Kane der einzige Mensch ist, der ihr helfen kann? Ich nehme an, er hat es schon mal getan. Überzeugt sie das etwa? Haben Sie denn total vergessen, dass Kane der Mann ist, der Ihre Verlobte im Orient Express mit der Waffe bedroht hat? Nein, also, natürlich Cruz, nicht. Also, Cruz, dann lassen Sie ihn mich überprüfen. Ich kann da ein bisschen in seiner Vergangenheit rumstochern und seinen Namen herausfinden. Ich will nicht, dass Sie das tun, Elena. Wieso nicht? Weil die Frau, die ich liebe, diesen Mann braucht und ich will ihre Lage nicht noch schwieriger machen. Übrigens habe ich ihn schon überprüft, Elena. Er hat erzählt, er hätte in Vietnam gedient, aber bei der ganzen Armee gibt es keine Akte über diesen Mann. Er hat alles komplett erfunden. Ziemlich geheimnisvoll, der gute Kane. Das müssen Sie gerade sagen. Hey, die Bemerkung war aber nicht sehr nett. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei. Das sind sie auch.
Cruz. Cruz. Sie hatten die Chance, mich besser kennenzulernen, als das normalerweise möglich ist. Und was die Stellung hier angeht, wissen Sie doch, dass ich mehr Sicherheitschecks durchlaufen habe, als nötig gewesen wäre, um ins Weiße Haus zu kommen. Wo ich übrigens immer noch Zutritt habe. Das wäre übrigens auch eine Möglichkeit, Informationen über Kane zu bekommen. Ich möchte, dass Sie sich daraus halten. Sie trauen doch dem Mann Cruz genauso wenig wie ich. Wie oft soll ich das eigentlich noch sagen? Als ich Ihnen den Job zurückgegeben habe, da war klar, dass das rein geschäftlich ist. Und das bedeutet, dass Eden und alles, was mit ihr zu tun hat, Sie nichts angeht. Das sind die Tatsachen, ob es Ihnen passt oder nicht. Ansonsten können Sie gehen. Eden, ich werde so lange bleiben, bis du mit mir gesprochen hast. Ich will wissen, wieso du Cruz allein lässt. Ich habe gesehen, wie er gelitten hat. Ich verstehe dich wirklich nicht. Ich war da, als sie ihm sagten, dass deine Maschine abgestürzt sei. Und ich war dabei, als er um dich trauerte. Ich habe noch nie einen Menschen so verzweifelt gesehen. Er wollte sterben. Ohne dich hatte sein Leben keinen Sinn mehr. Bitte hör auf, darüber zu reden, Kelly. Wenn es dir wehtut zu hören, was er durchgemacht hat, musst du ihn jetzt mehr lieben als zuvor. Es kann doch gar keinen Grund geben, nicht mit ihm zusammen zu sein. Mom, was ist los? Bitte sag's. Sag es mir. Eden, es tut mir leid. Sie hält sich wegen ihrer Lähmung von Cruz zurück. Sie hat Angst, dass sie ihm zur Last fallen könnte. Aber Cruz würde doch nie so empfinden. Sag das mal deiner Schwester. Sie sagt Cruz auch nicht die Wahrheit. Stell dir vor, sie belügt ihn sogar. Sie tut das, wäre sie eifersüchtig auf Elena. Du wolltest kein Wort sagen, du hast es mir versprochen. Eden, hör mir zu. Glaub mir doch, deine Behinderung ist kein Weltuntergang und an der Liebe von Cruz wird sich nichts ändern, gar nichts. Was uns verbinden würde, wäre keine Liebe mehr. Ich will kein Mitleid. Andere Männer würden dich bemitleiden, doch er nicht. Er wird nie aufhören, dich zu lieben. Kelly, ich will davon nichts mehr hören. Wir müssen darüber reden. Mom, könntest du uns für ein paar Minuten allein lassen? Bitte hab dafür Verständnis. Na schön. Du verschwendest Zeit. Ich hab sehr viel. Lass mich in Ruhe. Du willst kein Mitleid. Gut, ich hab keins mit dir. Aber ich liebe dich zu sehr, als dass ich mit ansehe, wie du dein Leben und das von Cruz ruinierst. Und zwar aus falschem Stolz. Du bist nicht mehr perfekt und das kannst du nicht ertragen. Du hast kein Recht, so mit mir zu sprechen. Ich weiß, du hast mich dafür. Aber wenn ich nichts sage, wer dann? Mama und Dad sitzen da und du tust ihnen leid. Aber wenn... Ich könnte ausrasten. Du bist behindert und nicht tot. Du verstehst davon doch überhaupt nicht. Dann erklär es mir doch. Nein, du wirst es nie verstehen. Weil ich vielleicht laufen kann und du nicht. Okay. Du hast recht. Doch ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Du weißt nicht, wie ich fühle. Eden Cruz verdient, dass du ihm sagst, was du fühlst. Das bist du ihm einfach schuldig. Ich schulde ihm ein schönes Leben. Doch das kann ich ihm leider nicht geben. Du kannst dich aber auch nicht ewig verstecken. Ich werde zu Cruz gehen und ich werde ihm alles erzählen. Wenn du das tust, verzeihe ich dir das nie. Du bist einfach nicht fair. Weder zu dir noch zu ihm. Eden, ich meine es ernst. Wenn du nicht zu ihm gehst und ihm sagst, wieso du dich so verhältst, dann werde ich's tun. Falls du das tust, werde ich dieses Haus verlassen. Dann verlasse ich auch Santa Barbara. Hast du das auch Mama und Dad erzählt? Ist das vielleicht der Grund, weshalb sie nichts sagen? Ich meine es ernst. Ich schwöre, ich... Nein, das wirst du nicht. Dafür kenne ich dich zu gut. Das tust du sicher nicht. Wir sind uns sehr ähnlich. Denn als ich damals nach Hause kam, war ich so wütend, wie Daddy und Mason Jeffrey behandelt haben, dass ich auch damit gedroht habe. Das ist nicht das Gleiche. Doch, das ist es. Glaub mir. Dann hat jemand meinen Bluff durchschaut und ich konnte nicht mehr gehen. Ich und die Familie verlassen, die mir so viel bedeutet. Nein, das könnte ich niemals tun. Oh, ich halte es nicht aus. Ich weiß, dass du wütend bist. Du bist wütend auf mich, auf dich, auf dein Schicksal. Doch ich verstehe das wirklich. Aber du hast auch Angst. Ich sehe es dir an. Lass mich in Ruhe. Ich werde dich nie in Ruhe lassen, weil ich nicht will, dass du uns verlässt. Wir können doch auf dich genauso wenig verzichten, wie du auf uns. Und vielleicht denkst du, du brauchst Cruz nicht, aber du kannst doch auch nicht alleine leben. Ich weiß nicht.
vorstellen, wie das ist, wenn du dich nur noch hilflos fühlst. Ich meine nicht deinen Körper, ich meine selbstverständlich deine Gefühle, dein Herz. Und mein Schatz, ich weiß, wovor du Angst hast, ich weiß es, glaub mir. Du hast Angst davor, dass Cruz dich über alle Maßen liebt und du ihm nur zur Last fällst. Ja, so ist es. Ich weiß, er würde immer zu mir stehen. Ich weiß genau, er liebt mich. Und er würde sein Leben auf mich einstellen. Kelly, das kann ich nicht zulassen. Ich bin an den Stuhl gebunden und er hätte nichts weiter als Verpflichtungen. Und ich hätte das Gefühl, dass ich ihm nur zur Last fallen würde. Und das halte ich nicht aus, deshalb will ich ihn auch nie mehr wiedersehen, nie mehr. Bist du jetzt zufrieden? Ja, Kelly. Nein. Eden, du denkst, du bist kein Mensch mehr wegen deiner Behinderung. Aber was wärst du ohne ihn? Und frag dich mal, was wäre er? Nichts, gar nichts. Denkst du wirklich, er würde sich wohler fühlen, wenn er ein Leben ohne Aufgaben, ohne Kompromisse und ohne Liebe führt? Ich will nur das Beste für ihn. Du bist das Beste für ihn, glaub mir. Nein, das bin ich nicht. Doch, das bist du. Weißt du, was ich denke? Ich glaube, die schlimmsten Dinge, die einem angetan werden können, tut man sich selbst an. Indem man sich aus allem aus Angst heraushält. Man kann unmöglich Liebe empfangen, wenn man nicht bereit ist, Selbstliebe zu geben. Verstehst du das? Was ist, Daddy? Eben ist ein Brief angekommen. Von Mason. Jeffrey, Sie und Kelly hätten mir das wirklich sagen sollen. Ja, wir wollten nicht, dass Sie sich unnütz aufregen. Soll das ein Witz sein? Weil der Anrufer zu Mason gesagt hat, dass Eden noch am Leben ist. Wir wollten keine falschen Hoffnungen wecken, die sicher aufgetaucht wären. Hätte ja keiner ahnen können, wie die Dinge sich entwickelt haben. Würde ich auch sagen. Ja, und haben Sie herausgefunden, wieso Mason gekidnappt wurde? Hat man Lösegeld verlangt? Nein, wir wussten von nichts. Wir haben uns allerdings entschlossen, weiter nach ihm zu suchen. Mal angenommen, der Entführer ist so ein kleiner Ganove, den Mason mal hinter Gitter gebracht hat. Ja, daran haben wir auch gedacht, aber das hielten wir für ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendein kleiner Gangster einen Rachefeldzug gegen die Schwester eines Staatsanwaltes führt. Nein, nein. Ich glaube eher, das, was mit Mason geschehen ist, steht irgendwie... Ich weiß nicht genau, aber irgendwie im Zusammenhang mit dem, was mit Eden passiert ist. Also ich möchte wirklich wissen, was zur Hölle dahinter steckt. Das könnte... Sie haben gesagt, es gab wie viele? 4 Mordanschläge auf Kelly? Ja. Und keinen auf Sie? Nein, keinen. Und beide waren zur gleichen Zeit auf Masons Spur. Das klingt eigenartig. So, als ob man sie absichtlich verschont hätte. Ja, das Gleiche haben Kelly und ich auch schon gedacht. Also 3 der 4 von Cece Capwells Kindern wurden in etwa zur gleichen Zeit bedroht. Was folgerst du daraus, Pearl? Tja, wenn ich Ted wäre, würde ich meinen Namen ändern. Zufall hin oder her, da stimmt doch was nicht. Vielleicht sind es doch Zufälle. Hm. Cruz Castillo? Cruz, hier ist Kelly. Hast du heute schon Jeffrey gesehen? Ja, er ist gerade hier. Julia und Tori übrigens auch. Könntet ihr vielleicht alle mal rüberkommen? Hier ist ein Brief von Mason. Was steht denn drin? Wir können damit nichts anfangen. Komm du wenigstens her. Gut, ich komme sofort. Cruz ist unterwegs. Der Brief ist angekommen. Es läuft alles nach Plan. Es läuft alles wie gewünscht. Wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich auf einer Geschäftsreise. Es ist mir gelungen, den Entführern zu entkommen, aber es ist mir unmöglich, jetzt schon nach Hause zu kommen. Meine Rückkehr würde Victorias Leben in Gefahr bringen. Auch das unseres Sohnes natürlich. Möglicherweise wäre es für euch alle zu gefährlich. Da dies nicht sein soll, habt noch etwas Geduld. Ich bin dabei, das Problem aus der Welt zu schaffen und meine Kidnapper zu überführen. Ich umarme euch alle, euer Mason. Wieso hat er den Brief hierher geschickt und nicht zu mir? Und ich verstehe nicht, wieso das Leben unseres Sohnes in Gefahr sein soll. Einen Moment, wir wissen doch nicht mal, ob der Brief von Mason ist. Wir sollten die Unterschrift überprüfen lassen, aber selbst wenn der Brief okay ist, steckt er doch voller Widersprüche. Er könnte auch diktiert worden sein. Und man hat Mason zur Unterschrift gezwungen. Falls er ihn geschrieben hat, scheint er überzeugt zu sein, dass es besser ist, allein zu handeln. Das halte ich für möglich. Möglich wäre es. Haben Sie Ihre Männer an dem Fall, Mr. C? Ja, aber ich möchte, dass Sie die Sache leiten. Okay, dann sollten wir uns in meinem Büro etwa
Gegen drei treffen. Pearl bringt das zum Polizeilabor und fragt nach Lieutenant Geary. Er schuldet mir noch einen Gefallen. Ach ja, und sag ihm, Rogan soll die Handschrift überprüfen und Solomon das Papier. Alles klar. Cruz, auch wenn Mason den Brief geschrieben hat, wissen wir doch nicht, was passiert ist. Ich meine, wir wissen doch nicht einmal, ob er tatsächlich noch am Leben ist. Wir sollten positiv denken, Victoria. Wir tun alles Mögliche, um ihn zu finden. Victoria, ich muss jetzt nach Hause und nach Samantha sehen. Wir könnten bei Ihnen halten. Vielleicht hat Mason Ihnen auch einen Brief geschickt. Sie hat recht. Soll Ruben dich nach Hause fahren? Nein, nein, ich habe meinen Wagen draußen. Ich kann Sie fahren. Gut. Danke. Also. Cruz, gibt es noch was ich für Sie tun kann? Nein, ich wüsste wirklich nicht, was Sie jetzt noch tun könnten. Am besten, wir bleiben in Verbindung. Gut, in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Kelly, kommst du mit nach Haus? Jeffrey, geh ruhig schon vor. Ich komme später nach, ja? Okay, bis nachher. Ja. Cruz, du musst doch sicher ins Büro zurück. Also worauf wartest du? Es wird jetzt nirgendwo hingehen. Kelly, bitte. Niemand wird dieses Zimmer verlassen, bevor eure Geschichte nicht geklärt ist. Was soll ich denn machen, wenn Mason nicht zurückkommt? Was wird aus dem Baby? Sie schaffen es schon. Und können Sie nicht aufhören, alles schwarz zu sehen? Ich jedenfalls glaube, dass er zurückkommen wird. Ihr wart in Gottes Ohr, Julia. Was sagst du eigentlich dazu? Glaubst du, dass Mason noch am Leben ist, oder ist es dir egal? Die Frage geht ja wohl etwas zu weit. Mason und ich hatten viele Auseinandersetzungen, aber er ist doch immerhin noch mein eigener Sohn. Können wir fahren? Könnte ich Sie bitte einen Augenblick sprechen, Julia? Ich warte im Wagen. Worum geht es Ihnen? Ich mache mir um Victorias Verhandlung Sorge. Wie stehen Ihre Chancen? Anscheinend haben Sie noch keinen Blick in die Zeitung geworfen. Victoria steht nicht vor Gericht, doch der Name Capwell und Timmons und seine Leute tun alles nur Erdenkliche, sie allein als Sündenbock hinzustellen. Ich glaube, eher Sie suchen einen Sündenbock, falls die Sache schief geht. Da irren Sie sich. Aber falls ich wirklich einen Schuldigen suchen müsste, der dem Namen Capwell Schaden zugefügt und negativ besetzt hat, brauchte ich nicht lange zu suchen, denn Sie stehen vor mir. Was nehmen Sie sich heraus? Die Negativpropaganda stammt doch von keiner Geringeren als von Ihnen. Ich meine, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Sie sind doch die Mutter einer Capwell, oder? Sie, lass das. Hör bitte auf. Schluss jetzt. Wollen Sie mir darauf nicht antworten? Was ist zwischen Ihnen und Mason? Gab es da irgendwelche Veränderungen hinsichtlich Ihrer Beziehung? Ich habe mich immer gewundert, wie Sie sich entschließen konnten, Masons Frau zu verteidigen. Haben Sie sich vielleicht mit dem Gedanken angefreundet, sie ins Gefängnis zu schicken? Nicht doch, Sisi. Julia, bitte warten Sie. Nein, vergessen Sie es. Er würde sich nie bei mir entschuldigen. Und selbst wenn er es täte, glauben würde ich ihm nie. Sie sind derjenige, der Victoria aus dem Weg haben will, weil Sie hoffen, dass Ihr Sohn dann zu Ihnen zurückkehrt. Aber Sie können es sich schenken, das Kinderzimmer zu renovieren, weil ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, das zu verhindern. Ach ja, und ehe ich es vergesse. Meine Tochter heißt Wainwright. Aber was? Es spielt doch keine Rolle, wie Sie sie nennen. Samantha ist genauso ein Capwell wie Eden oder Mason. Sie haben so gewollt. Denken Sie das nächste Mal daran, wenn Sie Timmons oder einen anderen Capwell-Hasser treffen. Legen Sie ein gutes Wort für die Familie Ihrer Tochter ein. Einer von euch sollte jetzt anfangen. Cruz, Eden hat dir was zu sagen. Eden, er liebt dich. Siehst du das etwa nicht? Sieh in seine Augen. Siehst du nicht, wie sehr er sich nach dir sehnt? Cruz, geh jetzt bitte. Kelly weiß nicht, was sie da redet. Von wegen, ich weiß es nicht. Hat dir jemand etwas über deine Trauerfeier erzählt, Eden? Daddy war so am Ende, dass er kaum reden konnte. Und dann sprach Cruz. Was er über dich gesagt hat und wie er es sagte, da musste jedem von uns klar sein, dass du trotz des Unglücks ein glückliches Leben hattest. Du hast mehr Liebe erfahren, als die meisten Menschen erleben dürfen. Und Cruz hat dich so geliebt, dass ein Teil von ihm mit dir starb, als er von deinem Unglück erfuhr. Ein Teil von mir ist schon tot. Aber ihr habt doch euch beide. Und das sollte das Wichtigste für euch sein.
mir, Kelly. Natürlich. Ich bin nicht so stark. Ich habe keine Angst. Ich helfe dir. Ich werde es nie schaffen. Sag es ihm. Los, sag es ihm. Hab keine Angst. Denkst du wirklich? Sag es ihm. Was sollst du mir sagen? Wer sind diese Typen, Jeffrey, die hinter Mason her waren? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß nur, dass sie ziemlich gefährlich sind. Doch eins liegt klar auf der Hand, dass Mason mehr als nur einen Feind hat. Ja, das glaube ich auch. Aber wieso sind sie hinter Kelly her? Die Frage hat sich Cruz auch gestellt. Wir nehmen an, dass derjenige, der versucht hat, Mason umzubringen und Kelly natürlich auch irgendwie in die Sache mit Eden ebenfalls verwickelt ist. Und falls wir recht haben sollten, falls das tatsächlich zutreffen sollte, ist eigentlich klar, dass nur ein Motiv und eine Person in Frage kommt. Kann ich Sie jetzt allein lassen? Oh ja, ich bin daran gewöhnt. Ja, man gewöhnt sich an alles. Hören Sie, seien Sie nicht so desillusioniert. Was soll ich tun? Die letzten Wochen habe ich nur auf diese Tür gestarrt und gewartet, dass Mason reinkommt. Und jetzt kommt er vielleicht gar nicht mehr. Ich fühle mich sehr allein. Es tut mir leid. Ich weiß, es geht Ihnen nicht anders. Wissen Sie, ich bewundere wirklich Ihren Mut, alles so allein durchzustehen. Es ist nicht immer so einfach, wie es den Anschein hat. Aber wie auch immer, Ihre Situation ist momentan schwieriger als meine. Ja, Sie haben recht. An CCs Einstellung ist mir heute klar geworden, dass er unbedingt das Sorgerecht für meinen Sohn wiederhaben will. Er hat keine rechtliche Grundlage. Er wird für diese Grundlage sorgen. Dafür hat er ein zu starkes Interesse an dem Kind, besonders jetzt, wo Eden wieder da ist. Falls Sie auf die Erbschaft von Chip anspielen sollten, verstehe ich nicht, was das mit Eden zu tun haben soll. Ich meine nur, da er Eden beinahe verloren hat, möchte er jetzt vielleicht seine Familie um sich haben, verstehen Sie? Ich möchte Ihnen empfehlen, sich im Moment keine Sorgen um Cici zu machen. Denken Sie an Ihre Verhandlungen und vor allem an sich selbst. Julia, ich werde diesen Prozess gewinnen. Ich werde den Gerichtssaal als freier Mensch verlassen. Die Möglichkeit einer Niederlage kommt für mich nicht in Frage. Das ist die richtige Einstellung. So können wir es schaffen. Ich gehe jetzt zu meiner Tochter nach Haus. Ja, gut. Wir telefonieren, ja? Machen wir. Und danke für alles. Ich habe gerade Jeffrey gesprochen. Tatsächlich? Und das erzählst du mir? Sehr eigenartig. Aber wo du schon hier bist, nimm doch Platz. Ich lese dir die Zukunft aus den Karten, aber erst, wenn ich fertig bin. Wie ich sehe, bist du informiert, dass Kelly und Jeffrey zurückgekommen sind. Ja. Als die beiden angekommen sind, sind sie zu Cruz gegangen. Ich glaube, sie waren in irgendwelchen Schwierigkeiten. Ja, so war es. Irgendwelche Schwierigkeiten? So umschreibst du also einen Mordanschlag. Elena, bitte. Bitte sprich mit mir. Weißt du, was Cruz denkt? Er denkt, dass die Anschläge auf Kelly, Mason und Eden alle zusammenhängen. Ja, ich weiß. Er erwähnte so etwas in dieser Richtung. Aber weißt du, er hat bestimmt noch 6 oder 7 andere Theorien. Aber vielleicht stimmt dir mal ausnahmsweise eine von... Willst du mal meine Theorie hören? Nein, kein Interesse. Die Weltkarte. Eine gute Karte. Elena. Weißt du noch, was sie bedeutet? Sie bedeutet Reichtum, Elena, und Wohlstand. Sie bedeutet aber auch einen Wechsel der Lage. Meinst du, diese Karte ist möglicherweise ein Fingerzeig, dass ich mir ein Ticket kaufen soll? Warte, Elena, so geht das doch nicht, wirklich nicht. Ich werde nicht so tun, als ob ich nicht weiß, was du vorhast. Ich hoffe, es stimmt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du irgendwie in die Sache verwickelt bist. Ach so, und wie, Daddy? Elena... Ich spreche über deine Eifersucht, deinen Hass auf die Kepfer-Kinder und ich weiß auch, warum das so ist. Eden, bitte, Eden. Eden, ich denke, ich verstehe jetzt, wieso du mich nicht sehen wolltest. Es
hat nichts mit Elena zu tun. Es hat eher damit was zu tun, dass du in diesem Rollstuhl sitzt und, naja, mit deiner ganzen Situation. Ja, du hast recht. Ich kann nicht. Groß, ich kann nicht laufen. Und ich werde es möglicherweise nie mehr können. Darling, wenn das wirklich eintreten sollte, was ich nicht hoffe, dann werden wir damit fertig werden. Du hast ja keine Ahnung, wie das aussehen wird. Da ist nicht eine Minute am Tag, angefangen mit dem Aufwachen. Bis spät am Abend, da wäre nicht ein Augenblick, in dem du nicht damit zu tun hättest. Du wärst immer damit konfrontiert, für mich zu sorgen. Nein, Bruce, das kann ich dir nicht antun. Liebling, verstehst du denn nicht? Ich liebe dich, Darling. Ich liebe dich. Und ich werde dich immer lieben. Glaub mir. Ich weiß, dass du mich liebst. Und ich denke, für eine Zeit würde es auch gut gehen. Nur eines Tages wird es dir vielleicht leid tun. Und meine Wut über meine Hilflosigkeit wird auf dich übergehen. Du wirst dich daran erinnern, was wir hatten. Das wird schrecklich. Nein, Baby, so wird es nicht sein. Nein, es wird niemals so sein. Gemeinsam werden wir es schaffen, das weiß ich. Du hörst mir nicht zu. Du erzählst dir auch nur Unsinn. Nein, du hörst nicht zu. Vielleicht werde ich nie wieder laufen können, nie mehr. Und ich sage dir, wir werden damit fertig werden. Nein, das werden wir nicht. Ich bin ein Krüppel, verstehst du nicht? Ich fühle mich wie ein Nichts. Und dein Leben werde ich nicht ruinieren. Oh, sole mio, yadidadiada, yadid... Oh, was? Was ist denn jetzt los? Wer ist da? Sie? Was machen Sie denn hier? Was ich begonnen habe, führe ich auch zu Ende. Vielleicht war es nicht gut, dass wir wieder nach Haus gekommen sind. Nein, wären wir in der Wüste geblieben, wären wir jetzt im Gefängnis. Tja, oder tot. Ich glaube, wir können Mason besser von hier aus helfen, mit der Hilfe von Cruz und den Möglichkeiten deines Vaters. Es ist schon besser, dass wir hier sind, oder, Kelly? Und wieso fühle ich mich so mies? Und so unsicher? Ich dachte, wenn ich nach Hause komme, würde ich mich irgendwie sicherer fühlen. Ich habe Angst. Kelly, mein Schatz, ich werde nicht zulassen, dass dir irgendwas geschieht. Oder habe ich das jemals getan? Nein. Ich werde nur dieses dumme Gefühl nicht los, dass irgendwas auf uns zukommt, Jeffrey. Irgendetwas, das wir nicht unter Kontrolle haben. Was wirfst du mir denn vor, Daddy? Ich kenne dich, Elena. Besser als jeder andere. Du hast mit dieser Sache etwas zu tun und ich kenne auch dein Motiv. Sag mal, Daddy, wovon sprichst du eigentlich? Du hast es rausgekriegt, nicht wahr? Du hast herausgefunden, was du nie entdecken solltest. Und das hat deinen Hass und deinen Wunsch nach Rache geschürt. Kelly, Eden, Mason, alle Capwell-Kinder, du hast sie allesamt, weil du dich ausgestoßen fühlst. Gib es doch zu, Elena! Ich weiß es! Also sag es! Na schön! Ich sag es. Ich bin Cici Capwells Tochter. Es wird nie wieder zwischen uns so sein, wie es früher war. Spaziergänge am Strand. Nächte vor einem Lagerfeuer. Wir können nie wieder tanzen gehen, Cruz. Ich glaube, keiner konnte so tanzen wie wir. Hör mir zu. Du redest jetzt über Dinge, die keine Rolle spielen. Das waren alles Sachen, die ausgedrückt haben, wie wir füreinander fühlten. Und wir werden neue Sachen finden. Neue und schönere Dinge. Solange wir uns lieben, werden wir mit allem fertig.
Es ist nicht nur das Problem. Es sind die tausend kleinen Dinge. Es sind die kleinen Dinge, die Frustration und Enttäuschungen hervorrufen. Und schließlich beherrschen sie die Beziehung und machen sie kaputt. Und das hast du nicht verdient. Ich möchte, dass du jemanden findest, den du liebst und mit dem du Kinder hast und mit dem du all die Dinge erleben kannst, von denen wir geträumt haben. Eden, hör auf, bitte. Glaub mir, ich will niemand anderes. Ich will dich. Und ich will nicht, dass du die Hoffnung aufgibst. Ich habe Angst zu hoffen. Na gut, dann musst du tapfer sein. Ich weiß, du liebst mich. Und ich weiß, du brauchst mich. Und ich werde dich niemals mit all dem alleine lassen. Hör auf! Brauchst du oder nicht? Hör auf! Lass mich in Ruhe! Hör auf! Was ist denn, Mama? Ich dachte, du solltest es wissen. Der Krankenwagen steht vor der Tür. Sie bringen King.